Hi. Wie sieht aus, ein Taxi ausgestiegen? Oh, mir tun alle Knochen weh von der Fahrt. Mein Gott, war das ein Taxi? Das war kein Taxi, das Rappelkiste war das. Hast du überhaupt bezahlt? Ja, ich habe 5 Steine gegeben. Und, wollt ihr auch Trinkgeld haben? Ja, ich habe 2 Kieselsteine noch gegeben. Das war viel zu viel. Für die Fahrt? Wo sind wir denn hier überhaupt? Weiß ich. Oh, Ösiland. Wir sind schon im Ösiland. Da ist die Grenze. Also sind wir hier richtig. Wir wollen nämlich Erich und Ines besuchen. Ah, Ösiland, Grenze. Müssen wir bestimmt noch ein Stück laufen. Ja, glaube ich auch. Was haben die denn für komische Schilder hier? Na, ich weiß auch nicht. Ist irgendwie komisch, ne? Ja. Schauen wir mal, gucken wir mal, gehen wir mal weiter. Ja. Ah, da geht der bestimmte Weg her. Da wollen wir auch mal hergehen. Ah. Oh, wie weit ist das denn noch? Das ist schlimm, boah. Besonders dieses Taxi, hast du das gesehen? Oh, das war Freunde, wollt ihr auch mal das Taxi machen? Freunde, wollt ihr auch mal das Taxi sehen? Schaut mal. Das war grausam. Aber wir müssen jetzt weiter. Wir suchen St. Pölten. Der Taxifahrer hat gesagt, das wäre hier irgendwo in der Nähe. Aber hier unten geht irgendwo so ein Weg her. Du, da ist ein Schild. St. Pölten. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ey, stark. Wow. Ja, da bin ich mal gespannt. Mir tun nämlich schon die Füße weh. Mir auch. Die haben gesagt, die wohnen modern. Ja, da bin ich mal gespannt. Da ist auch ganz Pfeil dran. Da muss ich da irgendwo hergehen. Dann ja, mal. Dann gehen wir da mal weiter. Ja, da gucken wir mal an, ne? Okay, wie weit ist denn das denn noch? Ja, ich muss mich erst mal ein bisschen ausruhen. Also, der Taxi konnte nicht mehr weiterfahren. Wir müssen jetzt durchs Gebüsch. Schlimm. Nach Erich und Möw. Ich muss mir erst ein bisschen ausruhen. Aber was haben die uns denn erzählt? Die haben gesagt, die wohnen modern. Ja, ich bin aber bis gespannt. Jetzt sehe ich nur Berge mit Bäumen. Kann ja nicht mehr weit sein. Ne. Also. Weiter. Weiter in den Gebüsch rein. Ja, das gibt ja was. Du, das ist der Bergsee von St. Pölten. Ich glaube, da baden die Ines und der Erich immer nackelig drin. Ey, stark. Aber wieso haben sie den denn eingezäunt? Haben sie Angst, dass sie den See klauen? Ja, bestimmt. Ja, ein bisschen dreckig das Wasser. Aber. Ja, nu, wenn der Erich da mal reinsteigt, ne, von nach der Arbeit ist ja auch immer dreckig. Ja. Wir haben keine Umweltanlage. Ja, nicht schlecht, ne? Mein Gott, wo wohnen die eigentlich? Da frage ich mich auch. Aber auf dem richtigen Weg sind wir. Das ist schlimm hier. Hier, da, ne, ist ja richtig Modder. Nee, da müssen wir wieder zurück. Ja. Da sind wir vielleicht einen verlaufen. Abschnitt zu weit gegangen. Ich glaube, wir müssen hier zurück. Wir gehen jetzt hier mal zurück und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Du, ich glaube. Was glaubst du? Da vorne arbeitet irgendwie Erich. Guck mal. Ja, du, guck mal, da ist der Erich. Da arbeitet der Erich. Was schleppen die denn da? Der muss Erfinder sein oder was weiß ich. Ach, weiß ich auch. Guck mal, der erfindet was. Was ist das denn? Was machst du, Gau? Was machst du? Neue Erfinderung. Ich mache eine neue Waffe. Eine ganz fürchterbare Waffe. Eine Waffe zum Weiterschleudern. Gute Erfinderung. Ich glaube, der rennt jetzt. Der will bestimmt nach Hause. Aber was macht er denn da? Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist aber ein komisches Feuerzeug, was er davor hatte. Willst du die Rette anmachen am Baum? Nicht schlecht. Aber ich gucke jetzt mal. Ines muss doch zu Hause sein. Also muss das hier in der Nähe die Wohnung sein. Da gucken wir doch mal. Ja. Ich kann nicht mehr. Ja. Oh, guck mal, da ist ein Schild. Was da ist? Ein Schild. Oh, hier wohnen Ines und Erich. Wir sind da, wir haben es gefunden. Was steht denn? Bitte einmal schreien. Ich schrei mal. Ines, Özilinde, wir sind da. Mein Gott, da war eine dunkle Höhle. Ah, da hinten. Da geht's wieder raus. Ich sehe was. Guck mal, da ist Ines. Die macht unser Essen schon.
Wow. Cool, die futtert. Ah nee, da kommt die ganze Verwandtschaft an. Oh den Gott. Tisch, cool, die Tisch deckt den Tisch. Wer ist denn das alles? Da hat aber reichlich Besuch. Ja, wirklich. Und jetzt kommen wir auch noch? Ah nee. Weißt du was? Wir fahren nächstes Mal hin. Aber vorher schreibe ich denen eine E-Mail. Die sollen mir jetzt wirklich sagen, wo die wirklich wohnen. Ja. Ich habe ja nicht gewusst, dass es Steinzeitmenschen sind. Ich auch nicht. Ja. Also Erich, also Ines. Ja, wirklich. Ihr hättet uns vorher sagen können, dass ihr Steinzeitmenschen seid. Vielleicht besuchen wir euch mal später, wenn ihr mal eine vernünftige Wohnung habt. Ja, genau. Also ich wünsche euch was. Wir fahren jetzt wieder mit unserem Steinzeit-Taxi nach Hause. Ja, also ich habe nämlich noch, warte mal, ich muss mal eben gucken. Hast du noch Geld? Ich habe noch Geld. 4 Kastanien, die werde ich jetzt investieren, dass der uns nach Hause bringt. Okay. Also wirklich. Also, Erich, Ines. Ciao, ciao, ne? Ihr Ösis. Und nächstes Mal sagt ihr Bescheid, wenn ihr eine vernünftige Wohnung ja. habt. Zieht lieber um. Nämlich ist es nämlich zu feucht, in der Höhle zu wohnen. Ja, und dann ladet nicht St. Pölten ein, ne? Dann kommen wir. Besonders der eine Typ, der versucht hat, den Vogel zu futtern, ne? Also, Erich, tschüss, Ines.